Willkommen zurück, Leute, zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wir befinden uns im Wald, im Chateau-Wald oder so, und versuchen tatsächlich hier drei komische Dingsbobs-Bohnen zu bekommen oder wie auch immer die Dinger heißen. Das ist ja auch völlig egal. Ein komischer Baum will die halt haben. Und ich habe auf jeden Fall zwei und habe keine Ahnung, wo die dritte ist. Vielleicht sagt er mir dazu ja was. Sammelt noch eine Lachbeere, dann dürfte passieren. Rote Lachbeere. Ja, das Problem ist, ich war halt schon auf beiden Seiten und habe da keine gefunden. Das bedeutet, sie muss ja irgendwo hier im Wald sein, ne? Vermutlich bin ich einfach dran vorbeigelaufen, weil ich nicht wusste, dass das was ist. Ja, bin dann weiter, ne? So wie das halt mal passieren kann. Wie komme ich denn hier wieder raus? Wo ist denn hier der Ausgang aus diesem Bereich? Da? Stopp. Bist du der Ausgang? Ja, scheint so. Okay, dann machen wir das einfach so, ne? Dann gucken wir uns das hier nochmal an, den Wald. Und wenn ich da was finde, dann melde ich mich bei euch. So würde ich sagen. Ich denke, ich bin ein Idiot. Wir hatten ja hier, wir sind ja auf der linken Seite, ne? Also auf der linken Seite dieser Aktion. Da gab es ja einmal hier rechts, wo wir auch waren. Aber ich kann auch hier auch noch links gehen. Oh, und es scheint sogar was zu sein. Ich bin die Enkelin der großen Waldegard. Was fällt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Aber wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Oh, wir erfahren was über die Bohnen. Habt ihr schon die kleinen Markierungen auf dem Boden gesehen, ihr beiden? Sie zeigen an, dass an dieser Stelle Bohnen im Boden stecken. Wenn der Grüne im Boden versinkt und bei der Markierung wieder auftaucht, kann er jeweils eine Bohne ausgraben. Hier sind genau 5 Bohnen im Boden vergraben. Findet alle 5 und ich öffne euch das Gitter da vorne. Aha. Dennoch weiß ich noch nicht, wofür die Bohnen sind, ne? Das ist halt wieder so das Ding auf der anderen Seite. Aber ist okay. Wenn die mir das Gitter aufmacht, bin ich erstmal froh und munter, weil ich glaube, dann geht's weiter. Von daher, da will ich mich nicht beklagen. Nein. Hallo. Ich hab alle. Macht das Gitter auf, Mann. So mache er das Gitter auf. Alle 5 Bohnen. Gut gemacht. Bravo. Vergesst nicht, die Bohnen einzusammeln, wenn ihr mal wieder solche Markierungen im Boden seht. Warum? Das sagst du mir nicht, ne? Sie sagt mir trotzdem nicht, warum. Gute Nacht. Sie sagt mir aber nicht, warum ich diese Bohnen sammeln möchte. Ha. Dann nicht. Und da ist die letzte Bohne. Und da ist ein Wiggler. Das soll ein Boss sein. Das habe ich mir schon sagen lassen. Aus diesem Grund können wir uns das wohl gönnen. Fucking Wiggler. Oh mein Gott. Das wird er scheiße finden. Ich glaube, Wigglers mögen es gar nicht so sehr, wenn man auf sie draufspringt. Das ist halt so, ist halt allgemein bekannt, ne? Die sind da gar kein Fan von. Nein, sind sie nicht. Boah, das ist ja richtig wie... Erinnert mich an Zelda. Gerade ein bisschen. Mach mal groß wieder. Ich wollte den First Strike haben. Oh Gott, Wiggler. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen muss. Auf dem Kopf hat jetzt... Oh nein! Auf dem Kopf hat nichts gebracht. Habt ihr gesehen, ne? Auf dem Kopf hat nichts gebracht. Fangen wir mal... Ah, okay. Müssen also hier nach und nach alles wieder auf Normalzustand bringen. Scheiße. Oh, Wollo, sei nicht so gut. Ich versuche nicht so gut zu sein. Ist okay. Spannt euch. Man. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, der Wiggler ist völlig entspannt. Schlagbrüder. Hab ich noch nie gemacht, deswegen kann ich mir da nichts aussuchen. Doch. Schon sagen. A und B. 34. Direkt ein Superpilz auch noch. Und ein Level Up. Zumindest für Luigi. Das für Mario werden wir dann wohl gleich bekommen. Überall +2, mal abgesehen vom Bart.
Mmh, das ist ziemlich dufte. Das ist ziemlich dufte. Nee, das sieht scheiße aus. Das sieht ganz gut aus. Komm, jetzt was Gutes. Eine 4 auf Verteidigung. Dankeschön. Da kann man auch mal Danke sagen. Hallo, Wiggler. Tschüss, Wiggler. Das war ein kurzes Glück. Da hatte ich ein bisschen zu viel Angst, oder? Du hättest eine rote Lachbeere. Dankeschön. Luigi, würden Sie bitte kurz... Danke. Ihres Amtes walten. Moment mal, aber... Bevor wir da jetzt einfach so weitergehen... Ich kann schon sagen, das sah nämlich so aus, als könnte man da noch runter, oder? Ja. Ist das... Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. So. Nicht? Hm. Dann nicht. Ich glaube, es war immer noch und ich habe nur nicht genau getroffen, aber hey, wisst ihr was? Wir wollen mal nicht übertreiben. Wir machen jetzt einfach. So. Wo ist der gute Mann? Die gute Hildegard oder Baumgard oder wie sie hieß. Ist sie Baumgard? Hildegard? Hilde Baumgard? Warte mal. Könnte gut sein, dass auch hier wieder ein Boss kommt. Von daher, speicher mal. Soll ich die Pilze benutzen? Soll ich die Pilze benutzen? Was meint ihr? Waldegard heißt sie übrigens. Und ich würde fast sagen, sicherheitshalber, weil wir haben unter anderem 9 Schaden genommen mit Luigi. Das ist uncool. Gönnen wir uns das mal. Und ich krieg Mario leider kein Level Up mehr vorher. Erstaunlich, ihr habt alle 3 Bären gefunden. Schreitet voran auf eurem Weg. Hurra, es geht weiter. Der fiese Baum wollte uns einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Hey, Azubi, ihr wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte. Die Penner schon wieder, ey. Unfassbar. Wir müssen hier wieder die Drecksarbeit erledigen, ist klar. Pilz und so. Ja. Hm. Komm, schauen wir erstmal, was man so mitnehmen kann. Na komm, nimm. One-Up-Pilz. Okay, Wiederbelebung im Zweifelsfall. Ah. Sind schon einige Dinge, ne? Ich glaube, die gehen davon aus, dass wir jetzt eventuell auf die Fresse bekommen. Ich gehe zumindest ein bisschen davon aus. Und wieder ein Speicherpunkt. Ärgerlich, dass wir gerade gespeichert haben. Ja, ist ärgerlich, ich weiß, weil es halt auch echt lange dauert. Aber, ne, wieder dahin laufen, würde für mich persönlich jetzt noch länger dauern. Und ihr wollt doch nicht, dass ich leide. Nein. Nee, so kenne ich euch nicht. So kenne ich euch ja nicht. Dass ihr wollt, dass ich leide oder so. Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt in den Birkenwald. Ich hoffe, die Pillen wirken bald. Dann schüttle ich mir Reime. Man nennt mich Invido Veritas. Bin erster Schlossherr in Chateau und Meister des Witzweinkelterns. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Ja, ja, meine Herren. Und was ihr hier seht, ist die legendäre Cuvée Extrem. Für die Herren ein Schluck Cuvée Extrem. Auf euer Wohl. Diese Cuvée Extrem habe ich über 1000 Jahre mit Witzen gefüttert. Die eifrig gereifte Reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen. Bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Es ist ein guter Tropfen. Und Gäste mit schlechten Manieren bekommen... Und 1 und 2 und 3. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Genießt die Kurve extrem mit dem gebührenden Respekt. Oh shit. Ah, wie herrlich, wie wunderbar. Oh, ah ja. Bitte beachtet. Dieser Witzwein hat sein Bouquet aus der aromatischen Reife von 1000 Jahren alten Scherzen. Cuvée Extrem besticht durch Blumigkeit und Beerenduft. Zum Wohle! Oh nö!
Okay, das kann man abhalten. Das kann man sogar ganz gut abhalten. Ich denke, wir müssen springen, oder? Eins. Da kann ich jetzt wahrscheinlich hämmern. Nee, kann ich nicht. Doch, das hat aber 13 Schaden gemacht. Aber auf das Schild. Ist natürlich doof, ne? Auf Schild brauchen wir eigentlich keinen Schaden machen. Wobei, wir können das Schild vielleicht kaputt machen. Müssen wir wahrscheinlich auch, weil er halt voll wenig Damage sonst kriegt. Von daher gehe ich eher, das Schild ist weg. Okay. Wow. Scheiße. Oh, das läuft gerade echt minimal beschissen. So, jetzt kann man wahrscheinlich mit dem Hammer. Ja, okay, 15 Schaden. Dann versuchen wir mal die Schlagbrüder-Attacke. Ich habe halt keine Ahnung. Okay, 27. Das war schon ganz nett. Aber er kriegt, ich krieg halt jedes Mal den Damage, ne? Ihn jedes Mal reingedrückt. Ja, bei Luigi ist nicht ganz so schlimm. Mario, du gönnst dir mal bitte das Item und Pilz. Und Luigi, du darfst nochmal die Schlagbrüder machen, nachdem ich jetzt weiß, wie das geht. Habe ich weniger Angst davor. Okay, solange er auf Luigi geht, ist eigentlich... Ich weiß nicht, wie ich dagegen ankommen soll. Selbst dann trifft er mich. Da muss man... Das Fenster scheint sehr, sehr klein zu sein. Dafür. Fuck. Aber immerhin 11 Damage dabei. Was machst du denn mit deinem normalen Hammer? Fast genauso viel wie mit der Attacke. Boah. Wow, ich bin ausgewichen. Oh mein Gott. Schon wieder. Wie gut. Nee, warte. Mario, du versuchst... Du versuchst es jetzt doch mit der Brüder... Hacke-Brüder-Attacke. Es geht mit A los, geht mit B weiter und geht mit A weiter. Ja, muss man halt erstmal herausfinden, ne? Wenn das so plötzlich passiert, bist du da... Bist du dir da nicht so sicher? Jetzt habe ich es auf einmal raus, ne? Verrückt. Aber bei Mario noch nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm! Kriegst du mich jetzt hin? Jetzt krieg ich's hin. Ach so, mehrfach drücken? Ich würde fast sagen, mehrfach drücken. Ich weiß es nicht. Ach, Luigi. Jetzt liegst du da auch noch. Ach, nö. Gut. Versuch's nochmal. Ich bin ein Idiot. Ach, was ist denn los mit mir? Keine Ahnung. Ich. Ja. Ich bin in sowas echt nicht gut. Das ist halt wirklich so. Ich mir so merken muss, A, B, A, B und so, das ist... Keine Ahnung, ist halt einfach nicht meine Welt. Aber ich versuch's weiter, bis es klappt. Hab ich jetzt beinahe schon wieder verkackt. Ich glaube, ich muss auf A rumhämmern. Ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass ich das soll. Oh, oh. Er hat Mario gekillt, eiskalt. Und er ist auch auf guten Wege, Luigi zu killen. Nein. One-Up-Pilze. Geben wir dir mal ein. Okay, das ist wieder okay. Kann auch nichts mehr in die Richtung einsetzen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So viel kann er ja jetzt auch nicht mehr aushalten, oder? Scheiße. Eigentlich kann der nicht mehr so viel aushalten. Ich bin mir da fast sicher. Mal Luigi ein. Luigi muss den Schaden verteilen. Das ist halt so. Oh Mann, der muss doch mal... Gerade sein, der muss doch langsam mal down gehen. Ein Bauer aus Tirol. Ja, ich wusste nicht, was ich machen muss. Mensch, woher soll ich das wissen? Ist doch neu. Okay. Ich würde sagen, jetzt springen wir aber drauf. Nee, nein, wir springen nicht drauf. Mist.
Nein! Und jetzt nicht so ein Scheiß. Oh, nö. Oh Mann, auch nicht viel Schaden, ne? Wenn der klein ist. Gott sei Dank. Endlich mal. So, Mario, du brauchst. Was brauchst du denn? Frischwurzen. Erholung von Anomalien. Ja. Unbedingt. Können wir nämlich echt gerade nicht gebrauchen. Okay, Luigi, hau richtig rein. 14. Ist einigermaßen okay. Ich bin ein Idiot. Und der kriegt richtig Schaden. Oh. 8. 8. Einfach fucking 8. 32. Yes! Okay, und Mario kriegt endlich ein verdientes Level up. Schwer verdient. Plus 2, plus 3 auf Verteidigung. Das ist ganz geil. Okay. Was haben wir hier? Auch nicht schlecht. Und angriffstechnisch können wir auch mal wieder richtig gut was machen. 4! Yes! Sehr schön. Ja! Das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren. Pardon. Ach, Mario ist da unten drin und wir sollen ihn rausholen. So ein typisches Ding, dass man irgendwann mal alleine unterwegs ist. In Rollenspielen. Irgendwie typisch, ne? Ich würde aber trotzdem sagen, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr denn Bock habt. Bis dann und ciao.